Leute, was soll ich sagen? Wir sehen aus wie die begossenen Pudel, will ich mal. Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zu einer neuen Folge bei mir. Ich bin mal wieder an dem Bach, wo ich letztes Mal auch schon war, der so circa 700 Meter über normal ist. Und das letzte Mal gar nicht mal so schlecht war für die kurze Zeit. Und das Wetter heute ein bisschen unbeständig ist. Also, man sieht es so ein bisschen. Habe ich mir gedacht, fahren wir hier noch hin, vielleicht haben wir ein paar Stunden Glück und mal schauen, wie viel Gold wir finden. Wir sehen aus wie die begossenen Pudel, würde ich mal sagen. Also, so eine Scheiße. Ja, aber da hinten wird schon wieder heller. Ich hoffe, dass wenn wir klitschnass sind, wir dann weitermachen dürfen. Zum Glück ist nicht kalt. Ja, so eine Scheiße. Ja, wir sind hier eine Stunde circa hingefahren und ja, das will ich jetzt natürlich nicht für einen halben Eimer, ist auch klar. Ah, ist das ärgerlich, ja. Ins Wasser gefallen. Naja gut, egal. Ich bin da so ein bisschen resistent, was das angeht. Und ja, es wird schon weniger. Dann soll es wohl gleich weitergehen. Wie sagt man so schön, nur die Harten kommen in den Garten. Ich habe den Arsch richtig nass. Ihr zum Glück nicht, Jungs, ihr habt's gut. Aber dafür stehe ich im Bach der Begierde. Ja, es wird etwas besser. Das Schlimmste dürfte vorüber sein. Und dann schauen wir noch mal kurz in die Rinne, wenn wir schon mal hier stehen. Mal gucken, was sich da so getan hat. Oh ja. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hier ist auch noch was. Ja, das ist doch schon nicht schlecht. Das war jetzt ein halber Eimer fast und da ist schon wieder Geld. Ja, ich hoffe, ich schaffe noch ein bisschen was, denn es fängt jetzt echt an zu regnen. Das ist echt scheiße. Man sieht es. Naja, ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen was, damit wir nicht ganz umsonst rausgefahren werden. Ein Eimer mache ich noch und dann hören wir auf. Ich bin klitschnass wie so ein begossener Pudel. Meine Frau ist nur noch am Gackern, die sitzt da oben. Die ist auch komplett durch, ja. Nur eine Scheiße. Naja, vielleicht haben wir ja doch einiges an Gold gefunden. Ich bin mal gespannt, weil das Material ist aus dem Loch von gestern. Und ja, das alte Loch hatte ich wieder zugemacht. Ich mache es immer so. Ich fange immer beim neuen Loch an, in der Nähe von dem anderen, und dann mache ich das andere gleich wieder mit meinem Abraum zu. Und ja, gut, kann man nichts ändern an dem Wetter jetzt, ihr seht es. Es hört einfach nicht auf, es hat sich eingeregnet und ja, ist wie es ist. Ein Eimer machen wir noch und dann packe ich zusammen und dann zeige ich euch das Gold. Fertig mit waschen. Es regnet immer noch. Ich hoffe, man kann es erkennen auf der Kamera. Ja, so doll hat es geregnet. Also, wenn ihr den unteren Teil jetzt mal sieht, ja, wir sind klitschnass, T-Shirt nass, alles nass. Komplett durch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Ich werde mal gucken, dass ich die Tage wieder loskomme, wenn es mal nicht regnet. Das wäre toll. Also bis dahin, bleibt gesund. Ciao.